Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play The Witcher 3. Beim letzten Mal, ja, haben wir endlich erfahren, was mit Ciri hier auf Skellige passiert ist. Wir haben erfahren, dass sie hier auf Hindersfjall gewesen ist. Und ja, dass sie von ihrem Begleiter, von diesem Elfenmagier, irgendwo hingebracht wurde. Sie wurde ja erst scheinbar ohnmächtig gemacht und dann irgendwo hingebracht. Und wir müssen jetzt eigentlich diese komische Kreatur finden, die wir beim, in der Festo bzw. in der Burg des Barons getroffen haben, ganz kurz am Ende. Aber bevor wir jetzt natürlich weitermachen, wollen wir natürlich noch ein paar andere Sachen erledigen. Yennefer hat uns zum Beispiel gefragt, ob wir ihr bei einer bestimmten Sache helfen können. Das werden wir natürlich auch noch machen. Dafür müssen wir nach Larvik, aber ich habe es ja beim letzten Mal schon gesagt, ich würde mich ganz gerne erst einmal um den guten Morgwag kümmern. Und dafür möchte ich aber trotzdem mal ganz kurz nach Larvik, denn vielleicht kriegen wir da noch ein paar Informationen darüber, was es mit dem Fluch eigentlich auf sich hat. Weil wenn wir den Fluch brechen wollen, müssen wir eigentlich auch den genauen Wortlaut kennen, weil sonst wird es schwer. Und dementsprechend machen wir uns nach Larvik. Aber ich habe mir gedacht, zwischendurch können wir mal die letzte, und das ist wirklich die letzte auf Skellige, die letzte Schatzsuche auf Skellige erledigen. Ach Moment, das Ding können wir uns ja dann auch gleich mal mitnehmen. Die letzte Schatzsuche auf Skellige erledigen. Und zwar ist das ein Teil von der Wolfsschulenausrüstung. So, ich hatte gehört beim letzten Mal, hier war schon eine Erscheinung, oder? Ja. Die erledigen wir dann natürlich auch mal ganz schnell. Dann holen wir uns die... Ach komm schon. Dann holen wir uns das letzte Schema. Zumindest hier in Skellige. Es gibt ja noch blöderweise ein paar Bären-Schemata in Belen-Novigrad. Mal gucken, ob wir die mal irgendwann noch holen. Ja, okay, es war jetzt nicht so gut, aber interessant, hier ist scheinbar eine Art Ritualplatz. Hier sind einige gestorben. Aber dann haben wir die Sache nämlich auch endlich mal erledigt. Wird ja auch mal Zeit und wie gesagt, hey, wir machen dann natürlich auch noch die Sache, die Yennefer uns auf... oder beziehungsweise die Yennefer von uns will. Ach ja, und ich könnte mal den Charakterpunkt verteilen, den wir wahrscheinlich von irgendeinem... einem Ort der Macht gekriegt haben, und ich werde natürlich wieder hier reinstecken, und beim nächsten Mal können wir dann auch endlich die Sachen skillen, und ich hoffe mal, dass wir dann mit dem nächsten Level-Up auch einen weiteren Fähigkeitenplatz freischalten. Das wäre zumindest ganz gut. Ach, hier ist wieder Lofoten, ne? Das Dorf, das angegriffen wurde von der wilden Jagd, wo ja Ciri auch war. Ja, ja, wo waren denn die Ställe eigentlich? Die waren hier, ne? Das hier war doch der Stall... Hinten ist auf jeden Fall... Ich muss da hinten aber lang, meine guten Plötze. Kommt hier bloß blöderweise mit mir hinten drauf nicht durch. Kommst du hier durch, wenn ich dich jetzt pfeife? Ja, okay. Müssen wir halt einzeln durchgehen. Komm schon. Geht ja nicht anders. So, und dann gucken wir mal. Letztes Schema hier auf Skellige. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang... Also, ich mache mir ja, bevor ich so ein Let's Play anfange, eigentlich immer so, überlege ich mir, was will ich machen, was will ich nicht machen. Und ich war mir am Anfang nicht sicher, wie ich das mit den Schemata handhaben will. Aber ich denke, es hat eigentlich doch ganz gut geklappt. Vor allem, ich muss auch sagen, diese Schemata-Suche ist ja nicht so lang, weil es gibt ja immer mal wieder was zu tun. Und ich glaube fast, wir müssen da hoch. Also, es ist ja nicht so, dass man einfach nur irgendwo hingeht und die Dinger einsammelt, sondern... Man muss schon, also es gibt immer schon auch ein paar Hintergrundinformationen und so weiter und so fort. Ich denke mal, wir müssen da runter. Würde ich mal ganz stark vermuten. Was ist da? Oh, ein Troll. Ja gut. Kümmere ich mich um dich auch mal schnell noch. Oh, was? Der ist in seiner Verteidigungsposition direkt mit einem Eistroll. Warte mal, da könnte ich vielleicht sogar mal was mit Igni machen, hä? Ja, guck mal, der brennt sogar ganz gut. Hier, brenne. Verbrenn den Eistroll, Geralt, verdammt. Lass mal den Busch verbrennen. Viel wichtiger als den Eistroll. Ach, komm schon. Eigentlich brauche ich das Quen gar nicht so dringend. Ich könnte eigentlich viel lieber das Igni wieder verwenden. Brenne. Das Schöne an diesem Flammenstrahl ist, im Gegensatz zum normalen Igni, das verbraucht nicht zwingend die gesamte Ausdauer. Oh, ich dachte, der verreckt davon. Es verbraucht nicht zwingend die gesamte Ausdauer. Das heißt, man kann ein bisschen, sparen. Hat er gar nichts fallen lassen? Das ist ja schade. So, und ich glaube, hier war irgendwo das Zeichen. Ich denke aber mal, wir müssen da runter, ich oder? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Da, wo es schon so eingestürzt ist, das sieht ziemlich danach aus, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Ich will aber trotzdem mal ganz kurz hier oben gucken, was hier noch ist.
ob man hier noch irgendwas Interessantes finden kann. Nö, sieht nicht so aus. War wohl auch mal eine Burg. Jetzt ist sie natürlich verlassen. So, gucken wir mal da unten rein. Irgendwelche Monster? Nee, gar nicht mal. Aber ich glaube, das ist Giftgas, oder? Jo. Wartet mal. Wozu haben wir denn den goldenen Pirol, ne? Dann können wir nämlich hier drin uns ganz beruhigt bewegen. Ich weiß, das Problem ist, ich weiß nicht, ob dieses Giftgas von Pilzen, es sieht nämlich gar nicht so aus, als wäre es von Pilzen, obwohl da wachsen Pilze auf dem Typen, als wäre es von Pilzen gemacht worden. Deswegen glaube ich, kann man das gar nicht so, ich kann mal ganz kurz probieren mit dem Art, kann man das, ja gut, okay, wir könnten es, ja gut, wir bräuchten nicht zwingend den goldenen Pirol, aber wenn ich ihn schon habe, brauchen wir es ja nicht so dringend machen, vor allem, weil das Zeug ja immer wieder kommt. Ah, und da haben wir es doch. Das überlegene Wolfsstahlschwert. Den Rest nehme ich hier aber natürlich auch noch mit. Zack. Da kommt es wieder, das Gas. Machen wir wieder weg. Dafür ist jetzt verbesserte Art eigentlich ziemlich gut. Die zweite Artform. Warum habe ich eigentlich dieses Zeug mitgenommen? Ja gut, ich hätte den goldenen Pirol jetzt nicht zwingend gebraucht. Aber ganz ehrlich, wenn ich ihn schon habe, warum nicht nehmen, ne? Gut, damit hätten wir das. Und dann, wie gesagt, jetzt würde ich gerne nach Larvik für mehr Informationen zu Morkvaag. So, die Frage ist, wie kommen wir da am besten? Ich würde fast sagen, das ist Lofoten. Da waren wir. Das ist dann wahrscheinlich Larvik hier, wo noch der Auftrag ist, wo ja Yennefer auf uns wartet. Da würde ich fast sagen, machen wir hier einmal rum. So nach Larvik. Wir können auch theoretisch hier rum. Da kommen wir wieder zu Freyjas Garde. Ich würde sagen, wir machen hier rum. Hier scheint nämlich noch ein Ort zu sein. Vielleicht finden wir da auch mal einen Schmied, der uns zum Beispiel... Ach, das war der Eistroll. Wo ging es denn hier raus nochmal? Der uns zum Beispiel endlich mal die Bärenrüstung herstellen muss. Das Problem ist ja, ich wollte es ja eigentlich beim Kertrolde-Schmied machen. Aber da ist ja dann ein bisschen was dazwischen gekommen, ne? Wenn man ganz ehrlich ist. So, dann erstmal zurück nach Lofotenplötze. Und dann schauen. Ja, wie gesagt, also Bärenrüstung würde ich ja ganz gerne noch herstellen, die verbesserte. Und dann können wir uns nämlich endlich mal entscheiden, was wir dann weiter nehmen. Verbesserte, also überlegene Katzenrüstung, überlegene Greifenrüstung oder überlegene Bärenrüstung. Von dem, was ich bisher gehört habe, ist ja noch nicht komplett gewesen, aber von dem, was die meisten jetzt zumindest damals, als wir die Katzenrüstung uns geholt haben. Langsam, jetzt muss ich hier wieder einzeln durch. Von dem, was die meisten Leute damals geschrieben haben, gefällt den meisten Leuten die Katzenrüstung dann schon eher als die Greifenrüstung. Finde ich an sich, sieht die auch ganz gut aus. Also wie gesagt, die erste Variante finde ich zwar ungemein hässlich, aber die anderen gehen tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Friedhof von Lofoten, Na, da erwarten uns doch bestimmt auch die ein oder anderen Mach langsam. Monster jetzt. Wo geht's denn da lang? Da überhaupt irgendwo? Das ist natürlich nichts für Plötze. Ach, ich glaube... Ach, guck mal, da ist ein... Okay, das ist für... Ich glaube, das hier war dann wahrscheinlich... War das der Ort, wo die Sauna war? Nee. Langsamer. Das hier ist aber irgend so eine Schleuse und da oben kann ich die Schleuse bedienen. Na gut, es bringt mir jetzt auch nichts groß. Wenn wir ganz ehrlich sind, so. Hier müssen wir lang, auf jeden Fall. Über die Brücke. Verlassen wir mal Lofoten und gucken uns mal den Rest so an. Oh, eine verlassene Stätte mit weißen Wölfen. Nicht so gut. Okay, pass mal auf. Stahlschwert brauche ich. Ach komm schon, geh mir nicht so auf den Sack. Hier so, erstmal heilen kurz. Das könnte ich auch mal wieder benutzen. Ich könnte generell mal die alternativen Sachen öfter benutzen, muss ich sagen. Das mache ich viel zu wenig. So, pass mal auf. Und jetzt liegen, Freunde. Komm her. Weiße Wölfe überfallen mal so eine verlassene Stätte. Ich muss sagen, die verlassenen Städten sind... Ach, komm schon. Sind eigentlich relativ cool. Weil die bringt zwar nicht so viel... Oh, ernsthaft, du blödes Mistvieh. Die bringt zwar lange nicht so viel... jetzt weg. Lange nicht so viel Geld. Glaube ich. Ich glaube, man kriegt immer eine Belohnung, aber das ist jetzt nicht so der Rede wert. Alter, ihr geht mir so auf den Sack, ihr Mistviecher. Hier, halt mich mal wieder hoch. Aber man kriegt, glaube ich, Erfahrungspunkte im Gegensatz zu den anderen Sachen. Tatsächlich sogar. So, jetzt aber. Komm her. Jetzt. Na also, ein bisschen mehr. Gut, gegen einen ist nur auch nicht so schwer, ne? Sollte man gerade so hinkriegen, denkt man. So, und dann kommen auch die Leute zurück. Sehr gut. Hätten wir das auch mal nebenbei erledigt?
Oh, da ist sogar ein Schmied. Kann ich mit dem auch reden, ist die Frage. Kann ich mit dem... Ah, ne, scheint ein normaler Händler zu sein. Seht ihr, sie 170 Erfahrungspunkte immerhin. Gar nicht mal so schlecht. Und 50 Kronen. Sei gegrüßt, Fremder. Ja, Ich würde mir gerne deine Schwerter ansehen. Aber herstellen kann er mir scheinbar nichts. Aber dann kann ich dem zumindest mal hier diesen ganzen Müll verkaufen. Damit ich wieder ein bisschen Platz habe. So, dann... Wie viel wiegt das? 1,03, nicht so viel. Ich glaube, dann verkaufe ich erstmal die Rüstungen hier. Ach. Alles zu teuer für den. Der Typ hat kein Geld. So. Noch irgendwas davon? Das kannst du dir noch leisten. So. Soll dann auch erstmal reichen. Schade eigentlich. Bis dann. Na gut. So, dann nehmen wir natürlich noch die Wölfe mit. Ich meine, ein bisschen rohes Fleisch könnten die theoretisch haben, ne? Und die Felle können wir theoretisch auch immer verkaufen. Ich meine, ein bisschen Gold kann man immer noch gebrauchen. Also, als Hexer ist man ja eigentlich eher so ein armer Schlucker, aber irgendwie ist es halt... Ich muss ganz ehrlich sagen, in allen Spielen ist es irgendwie so, dass man am Ende relativ reich ist. Es ist ein bisschen... Naja... Fischernetz. Das ist ein bisschen seltsam, wenn ich es mal ganz ehrlich zugeben will. Aber na gut, ich meine, was soll's, ne? Ich beschwere mich darüber nicht, dass man ein bisschen reicher ist, als es die Lore vorschreibt. So, schon wieder eine verlassene Stätte. Was ist denn hier los? Was haben wir denn diesmal hier? Banditen? Ist hier überhaupt irgendwas? Hallo? Hallo? Ach, Harpien. Okay. Ja gut, okay. Ihr solltet ja eigentlich relativ schnell gehen, denke ich. Wenn ich euch aus dem Himmel krieg und ihr nicht zufällig auf einem Haus landet, sollte das eigentlich alles sehr gut gehen. Und wenn ich euch vor allem so runterkrieg, kann ich euch ja direkt töten. Das ist sehr gut. Na komm her. Komm schon. Jetzt komm schon. Wie viel sind denn das überhaupt noch? 2. Sehr gut. Direkt erledigen. Perfekt. Da ist noch eine. Ah, die ist sogar gelandet. Ach, so eine Erinlie oder wie die heißen. Waren das alle? Sehr gut. Und da kommen auch die Leute wieder. Eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Hat sich die Reise doch eigentlich ziemlich gelohnt, dieser kurze Umweg bis nach Larvik. Und dann gucken wir mal, was uns die Leute da vielleicht erzählen können über Morquark. Ich meine, die leben ja hier, die sollten ja ein bisschen was wissen über den. So, aber bevor ich wieder auf Plötze steige, will ich natürlich die Viecher noch ausnehmen. Wenn wir die schon erledigen, möchte ich deren Zeug gerne auch mitnehmen, auch wenn Harpien ja jetzt ja irgendwie nie so viel dabei haben. Außer Erynien, die haben wenigstens ein bisschen was. So, Plötze, komm. Wir haben noch einen kleinen Weg. Ich glaube aber, wir sollten bald da sein. Ich meine, die Inseln auf Skellige, also mal von Art Skellig abgesehen, sind ja eigentlich wirklich nicht so riesig, ne? Habe ich jetzt hier eigentlich auch irgendeinen Händler oder sowas, mit dem ich handeln kann? Hm, kannst mal sehen. Nö, scheinbar nicht. Na gut, von mir aus. Dann... Okay, dann weiter in Richtung Larvik. Jetzt die Frage, links oder rechts? Ich nehme mal links. Oh, Wildhunde. Oh, Wildhunde. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo Larvik ist, ehrlich gesagt. Ach, das sind weiße Wölfe. Ich dachte, da wäre vielleicht ein Lager von irgendjemandem. Wahrscheinlich gibt es da ein bisschen was mitzunehmen, aber ich muss ja jetzt auch nicht alle weißen Wölfe auf diesem Landstrich töten. So, kommen wir da nach Larvik. Ja, das sieht gut aus. Hier leben die Leute noch. So, hier hätten wir Larvik und da haben wir auch einen Rüstungsschmied. Sehr gut. Und ein Händler und ein Anschlagbrett. So, fangen wir mal bei dem Händler an, würde ich sagen. Vielleicht erzählen die uns auch was. Willst du was kaufen? Ja, mal gucken. Zeig mir deine Ware. Ich glaube zwar nicht, dass der jetzt so geilen Stuff hat, aber ich kann ihm das Zeug, glaube ich, verkaufen, was so Plötze hat. Hier zum Beispiel das, das... Und vielleicht die Felle wieder. Wobei, ich hebe mir mal ein paar Felle auf, sicherheitshalber. Oh, und ich muss dran denken, bei dem Schmied vielleicht mal die Muscheln alle zu öffnen für die Perlen. Das kann echt viel Geld geben. Falls wir doch nochmal Leder brauchen, behalte ich vielleicht doch mal lieber so ein paar Felle, oder? Ja, komm. Scheiß drauf. Spiel mal lieber Karten, würde ich sagen. Was hatten wir als letztes für ein Deck? Ich will Karten spielen. Weiß ich gar nicht mehr. Ehrlich gesagt, blöderweise... Hatten wir die Monster?
Wir scheinen ja verloren zu haben, oder Nilfgaard? Ach komm, wir spielen einfach mit den Skyatell jetzt so. Ich komme mit meiner Reihenfolge sowieso immer selbst durcheinander, von daher. Ja, bitte Gegner beginnt. So, den Nebel brauche ich eigentlich nicht, aber ich gucke erstmal. Ich brauche auf jeden Fall auch keine zwei Zwergenscharmützler und dann kann ich den Nebel noch wegpacken, ja. Na gut, strömender Regen ist gegen nördliche Königreiche dann doch schon einen Ticken besser, muss man ganz klar sagen. Ich habe zu viele Zusatzkarten, gefällt mir überhaupt nicht, muss ich sagen. So, spielen wir erstmal die aus. Und ich habe auch keine Finte, merke ich gerade, falls der irgendwelche Spione hat. Genau diese meine ich. Ah, das ist immer ärgerlich. Wenn man da keine Finten hat, ist das immer super ärgerlich. So, spielen wir mal ihn noch. Der passt bereits. Na gut, dann ich kann ja eh nichts machen. Ah, ich kann Thala in dieser Runde zurückholen. Ich habe ja einen Hafgar-Heiler. Benutze ich dann auch gleich für Thala. Um ein bisschen Kartenausgleich zu schaffen hier. Oh, sogar zwei davon. Sehr gut. So, die Frage ist, ich glaube, ich spiele in der Runde erstmal ein paar von den Legendären, um ihn ein bisschen unter Druck zu setzen und heb mir dann das hier für die nächste Runde auf. Und guck mal, ob ich vielleicht irgendeine von den Sachen, also momentan bringt sie nichts, aber vielleicht kann ich die später noch bringen. Aber ich kann ja erstmal die ganzen legendären Karten hier spielen. Da kann er halt auch nichts gegen machen, das ist halt das Schöne. So, jetzt könnte sich fast der strömende Regen lohnen. Aber ich glaube, das Problem ist, seine Fähigkeit ist sowieso dagegen, ne? Ja, eigentlich ist es egal, ob ich den spiele. Ich mach's einfach trotzdem, damit er vielleicht seine Fähigkeit benutzt. Ach, eigentlich bringt's überhaupt nichts, muss man ganz klar sagen. Wenn wir ehrlich sind. Ich probier's mal. Mal sehen, der wird wahrscheinlich jetzt eh seine Fähigkeit dagegen setzen. Ja. Also, who the hell cares? So, die Frage ist jetzt noch, will ich mit Verbrennen das Ding da jetzt fertig machen? Ich glaube ja, 14 Punkte ist eigentlich schon eine ganze Menge. Kann man mal verbrennen. Ah, ich habe mir fast gedacht, dass er noch einen hat. So, die Frage ist, mehr will ich eigentlich in der Runde gar nicht spielen. Den Rest hebe ich mir auf für nächste Runde dann, da voll zuzuschlagen im Nahkampf. Das ist, denke ich, eine ganz gute Idee. Ich bin zwar sehr anfällig für Verbrennen in der nächsten Runde, das ist ein bisschen blöd. So, eine braucht er ja noch, er kann sich kein Unentschieden leisten. Sehr gut, das heißt, er kriegt zwar jetzt noch eine Karte, aber das sind 5 gegen 3. Mit etwas Glück sollte das was werden. So. Und für Willentretenwert bin ich mit den ganzen Sechsern natürlich auch sehr anfällig. Da muss ich mal gucken, wie ich das clever mache. Wieso hat das jetzt nicht funktioniert? Ach, das ist die... klar, das ist keine Heilerkarte, das ist eine Verstärkungskarte. Ups, fail. Ja, klar. Ich habe die mit einer anderen Karte gerade verwechselt, aber sollte trotzdem locker reichen hier, ja. Denke ich die ganze Zeit, das ist eine Heilerkarte, aber das ist ja eine Verstärkungskarte. Voll blöd eigentlich. So, gesiegt. Sehr gut, Skoyatell haben sich als gut erwiesen, muss man ganz klar sagen. Und was kriegen wir dafür? Außer den 20 Kronen. Ein Elfenscharmützler. Ich glaube, das ist auch eine Musterung. Ich weiß ja nicht, wie stark die ist. So. Das da, hier steht auf jeden Fall Yennefers Pferd. Ich glaube, da wartet sie auf uns. Plötze frisst schon mal. Ich würde sagen, wir gucken uns mal. Ach, Clan Heymay. Wir gucken uns gerade mal das Anschlagbrett an. Bitte der Druiden. Söhne und Töchter von Skellige, wenn ihr einen Hai fangt, ziemt es sich nicht, nur die Flossen zu nehmen und den Rest ins Meer zu werfen. Solch eine Verschwendung ist eine Beleidigung der Natur und der Götter. Der Körper jeder getöteten Kreatur, sei es Wiesel oder Wal, muss vollständig verwertet werden, bis zum letzten Knochen und zur letzten Sehne. Moissak. Suche Lehrer für meine Tochter. Wer kann meiner Tochter den Umgang mit dem Bogen beibringen? Das Mädchen kann mit dem Schwert und dem Speer bereits gut umgehen, sticht sich mit dem Pfeil aber eher die Augen aus, als dass sie das Ziel trifft. Hemingua. Ragnarok. Ragnarok ist nah. Schärft eure Schwerter. Feilt an euren Kampfkünsten. Besiegt eure Angst. Wenn der goldene Hahn Kambi kräht, wenn Hemdal sich erhebt, wenn die Regenbogenbrücke sich für die Riesen öffnet, müssen die Söhne und Töchter von Skellige für den Kampf gewappnet sein. Ja, Ragnarok, das Ende der Welt, ne? Auftrag, Monster auf der Hauptstraße. Ich brauche einen Helden, einen Liebling der Götter oder einen Hexer. Jemanden, der sich nicht fürchtet, der grässlichen Kreatur entgegenzutreten, die auf der Hauptstraße nach Larvik die Leute anfällt. Es wartet eine Belohnung.
Wer den Tod nicht fürchtet und in Balladen besungen werden will, der komme zum Dorfältesten. Thorleif, Sohn von Bär Hauks. PS, Sverre, du bleibst zu Hause, du hast schon genug angerichtet. Sehr gut. Rennen zu Ehren der Modron Freya. Willst du Freya verehren und zugleich deinen Mut beweisen? Dann nimm am jährlichen Heldenrennen teil. Die Priesterinnen und die Göttin selbst werden dich mit Gold und Segen überschütten. Es sei kund und wissen getan, dass nicht alle Teilnehmer die Ziellinie unversehrt erreichen werden. Wer schwangere Frauen, unvollendete Geschäfte oder Ehrenschulden hat, überlege besser zweimal, bevor er aussattelt. Schwester Svana. Und Auftrag Morgwag. Ach, guck mal, das ist doch was. Söhne und Töchter der Freya, wieder ist ein Jahr vergangen, in dem Morgwag in den Gärten der Göttin sein Unwesen getrieben hat. Wer den Mut hat, dieses böse Wesen zu erschlagen, wird unter den Sterblichen berühmt werden und die Gunst der Unsterblichen erringen und erhält außerdem eine Belohnung aus der Schatzkammer des Tempels, Schwester Josta. Okay. Ja gut, alles nochmal schnell durchlesen. Heldenrennen, die werden wir natürlich auch noch machen, aber erst wenn es soweit ist, nicht jetzt zwingend. So, im Wolfspelz. Wir können mit Josta eine Runde reden. Ich glaube, das machen wir auch. Aber erstmal gehe ich kurz beim Rüstungsschmied hier vorbei. Und dann gucken wir uns natürlich auch den anderen Auftrag noch an. Wie kann ich helfen? Bewegte Zeiten. An den Waffen sollte man nicht sparen. Na, das ist richtig. Zeig mir, was du hast. Verkaufen wir erst. Nee, komm, ich verkaufe erstmal schnell das Zeug hier. Und dann mache ich noch meine Schmiedesachen. Zack. Zack, zack. Oh, der hat schon nicht mehr genug Geld, das ist ja schlecht. Was ist das? Ist das nicht die Armbrust, die uns Krach gegeben hat? Die müsste ich auch mal angucken, ob die vielleicht besser ist. Okay, pass mal auf. Kannst du... Du kannst keine Bärensachen herstellen. Sehr gut. Geil. Aber du kannst theoretisch erstmal mein ganzes Zeug reparieren. Oh, das war schon sehr angeschlagen. Und wenn ich schon mal hier bin, kannst du mir mal die Muscheln zerlegen. Guck mal, da kriegen wir sogar schwarze Perlen raus. Die sind halt super wertvoll, ne? Alter, damit können wir noch mega viel Geld machen. Und da kriegen wir halt einfach mal Perlen. Damit haben wir, das können wir halt auch verkaufen, das Zeug. Damit können wir mega viel Geld machen. Hier, 3400. Ich glaube, so viel kriege ich zwar nicht, wenn ich sie jetzt verhandle, aber ein bisschen was würde ich schon kriegen. Ich glaube, das ist ein Zwergenklinge, deswegen ist die so viel wert, ne? Ja, ja, alles ganz schön viel wert hier, dieses ganze Gelumpe. Alter, 686 kriege ich für das eine Schwert, nicht schlecht. 245, ist hier irgendwas, was du dir noch leisten kannst? Das könntest du dir leisten. Na gut, dann nimm halt einfach das. Ja, gut, mich würde nur ganz kurz interessieren, wie viel kriege ich jetzt eigentlich für die Perlen? Ich glaube, der kauft die gar nicht, oder? Wenn es soweit wäre... sind doch alles nur Bücher. Wo sind die Perlen? Sind die nicht? Sind die vielleicht unter Handwerkszutaten? Wenn man sein Schwert verzieren will? Moment, die sind ja dann da. Ach, muss ich ja nicht jetzt sagen. Wir gucken, wir verkaufen die Perlen irgendwann. Da sind sie noch. Wie viel würde ich von dir kriegen? 42 pro Stück. Noch nicht schlecht. Weiß nicht, wofür man Perlen gebrauchen kann. Wir können sie ja erstmal aufheben. So, aber jetzt... Nur eine Runde Gwind, ne? Wie wäre es mit einer Partie Gwind? So, Scoia'tael. Jetzt will ich nur ganz kurz gucken bei den Scoia'tael. Wir haben einen... Ja, Elfenscharmütze. Ja gut, ist ja nur eine Zweier. Bringt jetzt nicht so viel. Jetzt haben wir aber drei davon. Ah, ist trotzdem sehr schlecht, ne? Ich glaube, wir spielen mit den Monstern wieder eine Runde. Haben wir irgendwas sehr Gutes bekommen nochmal hier? Ich glaube nicht, ne? Probieren wir es einfach. Oh, das ist nicht ganz so gut. So, ich brauche auf jeden Fall keine zwei Vampire und ich brauche auch keine drei Mums. Sehr gut. Das ist halt immer super Pech, wenn das passiert, ne? Das ist immer super Pech. Na gut, fangen wir mal so an. Damit habe ich schon mal ordentlich losgelegt, würde ich sagen. Willentreten, mehr klasse. So muss laufen die erste Runde. So muss laufen die erste Runde. Das ist immer gut. Ich hätte erst den spielen sollen. Dann hätte Willentretenwert nämlich nur den zerstört. So muss die erste Runde laufen. Genial. Geht super los. Ich will halt mir eigentlich meinen Horn aufheben, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat aber auch ordentlich Karten. Das ist super... gefährlich. Ich weiß nicht, soll ich den die erste Runde gewinnen lassen? Ich meine, durch den seine Fähigkeit, dadurch, dass er das... Ja, komm, ich lasse ihn die erste Runde gewinnen.
Scheiß drauf. Vielleicht war es jetzt blöd, weil er genau jetzt einen Spion... Obwohl, jetzt will ich ihn doch nicht die erste Runde gewinnen lassen, wenn er jetzt direkt passt. Komm, hier, sorry. Boom, fertig. War zwar jetzt irgendwie ein bisschen sinnlos, aber okay. So, dann spielen wir jetzt die Katakane noch. Beziehungsweise die Vampire, sind ja nicht nur Katakane. Ich bin am überlegen, hebe ich mir die Mumen jetzt für die letzte Runde auf? Ich glaube nicht, das ist nicht sinnvoll, weil ich nur noch einen von diesen Verdopplungssachen habe. Ist das nicht ganz so sinnvoll. So, und jetzt kann ich auch sehr sicher eigentlich hier die spielen, weil er die stärkste Karte auf dem Feld hat. So, mal gucken. Jetzt spiele ich noch das schöne Wetter und dann ist eh vorbei. Dann kommt es drauf an, was er jetzt hat. Mal sehen, ob er noch auf 78 Punkte kommt mit seinen drei Karten. Mhm, das reicht schon mal nicht. Das reicht sowieso nicht. Und sowieso nicht. Gut, sehr gut. Das war ja relativ easy mit den Monstern. Obwohl ich eine relativ schlechte Starthand hatte. Gut, dann reden wir jetzt als nächstes mal mit dieser Priesterin, würde ich sagen. Huch. Achso, du bist die für das Heldenrennen, die Svana. Was? Achso, ja, okay. Naja, wir haben prinzipiell ihren Wald zerstört. War nicht die beste Idee, gebe ich zu. So, dann reden wir mal. Vielleicht kann die uns den genauen Wortlaut des Fluches erzählen. Wie gesagt, wäre sehr wichtig. Weil nur wenn wir den genauen Wortlaut kennen, können wir herausfinden, wie man ihn eventuell auch brechen kann. Das ist nämlich immer der wichtigste Part an der ganzen Sache. So, da ist der Garten. Da will ich ja aber noch nicht hin direkt. Ich will erstmal zur Priesterin. So, ach hier. Alles klar. So, du bist Josta. Ach so, du bist die. Okay. Sei gegrüßt. Womit kann ich diesmal helfen? Morgwag, ich habe noch ein paar Fragen. Ja, was gibt's? Naja, und zwar, wie ist denn das jetzt genau mit dem... Angeblich habt ihr ein Problem namens Morgwag. Ich könnte mich darum kümmern. Tu das. Es wird der Göttin gefallen. Das freut mich, aber mir gefallen klingende Münzen. So siehst du aus. Keine Sorge, ich zahle. Aber nur, wenn du uns ein für alle Mal von Morgwag befreist. Es haben schon ein paar Männer geschafft, Morgwag zu töten. Doch durch einen Fluch kehrt er immer zurück. Ja, dieser Fluch, genau. Kannst du da noch was Genaueres drüber erzählen? In der Mitteilung stand nichts von einem Fluch. Alle, die hier leben, wissen davon. Mag sein, aber ich lebe nicht hier. Ein paar Informationen wären nützlich. Erzpriesterin Ulva hat den Fluch gewirkt. Er bindet Morgwag für immer an den Garten. Dahin kehrt er auch zurück, wenn er getötet wurde. Ja, so viel habe ich auch rausgefunden, als ich im Garten war. Ich dachte, die erzählt mir jetzt ein bisschen mehr. Und nochmal zu Morgwag. Du hast uns ja da schon ein bisschen was erzählt. Hast du vielleicht noch ein paar extra Infos? Morgwag, nie gehört. Was genau ist er? Nicht was, sondern wer. Der schlimmste Mann, den es auf Skellige je gegeben hat. Nichts war ihm heilig. Er plünderte die Ländereien seines eigenen Clans, nahm Gold von Nilfgaard, ermordete Schwangere und ich kenne solche Typen. Es hieß, er fürchte nur eins, und dies heimlich. Den Zorn der Götter. Morgwag beschloss, alle eines Besseren zu belehren. Auch sich selbst. So kam er nach Hindarsfjall, um den Garten der Göttin zu plündern. Das war vor vielen Jahren. Die Erzpriesterin Ulve verstellte ihm den Weg. Er erstach sie und warf sie in den Dreck. Während sie verblutete, verfluchte sie Morgwag und er verwandelte sich in ein Monster. Na gut, okay. Also ich meine, das hat sie uns fast alles schon mal erzählt. In einer etwas abgewandelten Form, glaube ich, aber naja, gut. Es kann sein, dass ich diesen Morgwag schon getroffen habe. Ist das ein Werwolf? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn noch nie gesehen. Ehrlich? Schade. Ich hatte gehofft, dass du mir mehr über ihn sagen könntest, was mir bei meiner Arbeit hilft. Du könntest mit Torda, Sohn des Einar, sprechen. Er hat Morgwag und seine Männer in den Garten einfallen sehen. Leider war er der einzige Pilger, der diesen Tag überlebt hat. Er wohnt in Larvik. Dort findest du ihn am Anleger, falls er nicht auf See ist.
Torda, Sohn Designer. Na gut, gucken wir mal. Leb wohl. Möge die Göttin dich vor allem Bösen bewahren. Vielleicht kann Nair uns was über den Fluch erzählen und was ist eigentlich Liebe, mit dir hier? Hass und Stärke. Warum hat die Göttin dich hergeführt? Ich bin von ganz allein gekommen, scheint mir. Du verehrst Freya nicht. Nein, aber ich respektiere die, die es tun, auch ihre Priesterinnen. Das ehrt dich, ist aber ohne Belang. Freya belohnt und straft Andersgläubige und Ungläubige ebenso wie die, die sie verehren. Es hilft zwar, wenn du sie anbetest, aber es löst nichts. Was brauchst du? Interessante Gottheit auf jeden Fall, dann muss ich mal sagen. Erzähl mir etwas über diesen Tempel, ja? Einst begab es sich, dass Freya ihre weiße Lieblingskatze verlor. Sie durchkämmte die Inseln und wurde schließlich hier fündig. Freyas Herz war voll Freude und sie segnete diesen Ort. Dann wurde hier ein Tempel errichtet. Ich wusste nicht, dass Freya der Katzentyp ist. Dein Unwissen ist keine Zier. Die weiße Katze ist das heilige Tier der Göttin und von tiefer symbolischer Bedeutung. Dieser Tempel dient jenen, die Freyas Hilfe erflehen, um etwas Verlorenes zu finden. Vielleicht erfährst selbst du die Gnade der Göttin. Verspotte sie nicht. Oder hast du Freunde, die so mächtig sind, dass du auf göttliche Hilfe verzichten kannst? Naja, ich meine, wenn ich ehrlich bin... Darf ich einen Blick auf deine Waren werfen? Gut, zeig mal, was hast du denn hier noch so? Reisen zwischen den Welten, der Glaube von Skellige. Naja gut, das brauchen wir jetzt nicht so zwingend. Nein, verdammt. Sorry. Dieser Tempel. Ja, ja, Katzentyp. Ja, ja, ich weiß, die Katze ist symbolisch, so. Leb wohl. Verdammt. So, gut, dann können wir ja mal mit diesem Tor da sprechen. Sohn des Einer. Ich habe doch mit der Priesterin über Morgvak gesprochen. Na gut, wahrscheinlich kann man immer wieder mit ihr über Morgvak sprechen. So, dann mal auf zurück nach Larvik, wo Torda, Sohn des Einer, leben soll. Ich finde das schön, wie sie das immer so sagen. Torda, Sohn des Einer. Und dann gucken wir mal, ob der uns vielleicht, wenn der dabei war, als die eingefallen sind, kann der uns vielleicht den genauen Wortlaut erzählen. So am Anleger, hat sie gesagt, ne? Das heißt, da unten, wo die Schiffe stehen, da die Langboote. So, wer von euch ist denn Torda? Freunde? Respekt, Hexer. Du da? Ja. Jorre, du Armleuchter! Noch eins und ich lass dich Kiel holen! Hast du kurz Zeit? Ich bereite das Boot vor, siehst du nicht? Nilfgaardische Hunde, wir jagen uns ein paar. Es geht um größere Beute. Morgvak. Ah, daher weht der Wind. Na gut, frag. Zu Ehren Freyas. Ja gut, ich würde gern wissen, was genau im Garten passiert ist. Du warst dort, als Morgvak den Garten plünderte. Hast angeblich als einziger überlebt. Stimmt, ich konnte fliehen. Die große Mutter hat mich an diesem Tag beschützt. Aber ihre Priesterinnen waren ihr egal? Sieht so aus. Morgvak fesselte sie und schnitt ihnen die Kehlen durch wie Pferden, die man opfert. Und er lacht. Verstehst du? Er lachte. Aber Erzpriesterin Ulve verfluchte ihn mit dem letzten Atem. Du bist eine Bestie und sollst für immer eine bleiben. Heilige Frau. Das war alles, was sie gesagt hat. Das ist aber ein ziemlich kurzer Fluch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was mich vor allem viel mehr interessiert ist... Du hast den Priesterinnen nicht geholfen. Wieso nicht? Wie hätte ich das denn tun sollen? Alleine gegen ein Dutzend Plünderer, die... Was glotzt du so? Ich staune nur. Ihr seid hier doch besessen von Ehre und Mut und so weiter. Und du gibst einfach Fersengeld? Seltsam. Bin nicht stolz drauf. Seit jenem Tag suche ich den ehrenhaften Tod auf See. Aber die Göttin hält es wohl nicht für angebracht, mich zu rufen. Noch nicht. Naja, wie gesagt, ich muss ja auch überlegen, wenn der Feigling dafür, dass er vor der wilden Jagd geflohen ist, seinen Namen sogar verloren hat... Hast du es ja relativ gut getroffen, wenn du den Priesterinnen nicht geholfen hast, ne? Du bist immerhin nur von einem Banditen geflohen, wenn man so will. Was geschah mit Morgvak? Kaum zu glauben, aber ihm wuchs ein Fell und sein Gesicht wurde zur Wolfsschnauze. Er heulte lang und schmerzerfüllt und dann stürzte er sich auf seine Männer.
Sie wollten fliehen, aber er war schnell wie der Blitz. Und als er sie tötete, als seine Kiefer sich um ihre Kehlen schlossen, wurden sie zu Asche. Einfach so. Und rieselten ihm aus dem Maul. Nicht gut. Der Fluch ist komplex, mehrstufig. Wie die Macht der großen Mutter. Das ist das, was er meinte mit dem, dass er nichts mehr essen kann, ne? Danke für die Hilfe. Möge die Göttin dir das Schwert führen. Du hast keinen Respekt vor unseren Gut, Worten. Aber viel wissen wir nicht. Also alles... Ja, und diese Hexe Yennefer auch nicht. Wir wissen es. Okay, das Problem ist, wir wissen immer noch nicht genau, was eigentlich der Fluch ist. Ich meine, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass der reine Satz, dass dieser reine Satz, du bist ein Monster und sollst für immer eins bleiben. Ach, weißt du was, kann's vergessen, ich wollte doch mal angucken, wie die Armbrust aussieht, ne, die uns Krach geschenkt hat. Und das Ding könnte ich auch mal wieder drauflegen. Wie sieht denn die Armbrust eigentlich aus? Ein Ticken besser, würde ich sagen, dann nehmen wir die Armbrust von Krach. Nein, was ich sagen wollte, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass einfach nur der Satz, du bist ein Monster und sollst auf ewig eins bleiben, dass das alleine schon reicht für einen so komplexen Fluch, wie er da ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss eigentlich noch mehr dahinter stecken. Aber na gut. Los, los. Die Leute können oder wollen es uns nicht richtig sagen, sag ich mal so. Jetzt ist die Frage, wo war denn hier der Eingang? Ich glaube, ich bin falsch für den Eingang. Heya! Dann müssen wir mal gucken, ob wir in dem Garten vielleicht noch irgendwelche Anzeichen finden. Vielleicht sind dort irgendwelche Aufzeichnungen, Schneller. Die uns helfen können und so weiter und so fort. Wobei ich mich frage, wer da Aufzeichnungen hätte hinterlassen sollen. Wir gucken mal erstmal wieder rein in den Garten. So, ja, er sieht nicht mehr ganz so schön aus jetzt, obwohl hier ist, nicht mehr ganz so grün, ne? Hat schon ein bisschen Kraft verloren hier. So, da ist zum Beispiel ein Haus, da könnten wir zum Beispiel mal gucken. Vielleicht finden wir da was. Das Haus sieht relativ wichtig aus, wenn ich ehrlich bin. Da ist zumindest auch Blut. Jetzt zerbrochene Hake, na gut, die brauche ich jetzt nicht. Hier ist abgeschlossen. Da ist noch, okay, ja gut, Leder. Gut, die Tür ist dann wahrscheinlich auch abgeschlossen. Ja, natürlich ist sie abgeschlossen. Na klasse, okay, was machen wir dann, ist die große Frage. Ich vermute mal fast, das Sinnvollste ist vielleicht nochmal Morgwag aufzusuchen und vielleicht mit ihm zu reden. Vielleicht hilft das. Ich meine, wir wissen, wir hatten beim letzten Mal, als wir hier waren, hatten wir hier irgendwo seine Spuren gefunden, genau. Und da hatten wir gesagt, hier in der Nähe muss irgendwo sein Lager sein. Dann gucken wir doch mal, wo ist denn sein Lager dann? Irgendwo hier soll es sein, wurde gesagt. Da sind weitere Spuren und da höre ich auch was und da ist eine Höhle, sehr gut. Das könnte es ja dann wahrscheinlich sein, oder? Schlüssel! Ramhund, wo ist der Schlüssel? Alles, was ich habe, im Kapitelhaus, in der Truhe. Aber der Schlüssel, wo ist er? Warum so still, Ramhund? Dieb, du, Gauner, Hurensohn, wertloser Bastard! Ich finde den Schlüssel ohne dich, Idioten, mieses Arschloch. Ein Schlüssel, so. Ach. Du kannst deinen Gestank nicht verstecken. Ja, ja, mein Freund, komm mal her. Wir haben schon mal gekämpft und ich habe schon mal gewonnen, Kumpel. Und du wirst auch wieder verlieren. Das Problem ist bloß, das bringt ja leider nichts, da ich dich nicht töten kann. Habe ich davon leider auch nicht viel. So, mein Freund. Nicht schon wieder. Du kannst dem ein Ende machen. Erlöse mich. Ja, die Frage ist wie, ne? Wir können ihn füttern. Also erledigen wird wahrscheinlich nichts bringen. Wir können ihn füttern. Die Frage ist womit? Alles, was er isst, wird zu Asche, wurde gesagt, ne? Wahrscheinlich vollkommen egal, was wir ihm geben. Käse. Alles, was er isst, soll zu Asche werden. Beauclairer Weißwein. Ich glaube nicht, dass da irgendwie was funktioniert von diesen Sachen. Wir können sie einfach mal probieren, mal sehen, was passiert. Mal sehen, ob es einfach geht.
Morgwag, ich biete dir nach meinem eigenen freien Willen dieses Fressen an. Hau rein. Wird nicht zu Asche. Das erfahren wir erst, wenn du es probierst. Los, einen Happen für Papi. Verdammt! Diese Scheiße wieder! Das scheint irgendwie nicht geklappt zu haben, glaube ich. Verdammt. Leb wohl. Bis bald. Frage ist, ob es etwas gibt, was ihm hilft. Naja, gut. Aber wir können uns erstmal, denke ich mal, jetzt umsehen. Dörrobst kriegen wir sogar wieder. Wir können uns erstmal umsehen, denn der hat ja irgendwas von einem Schlüssel gefaselt gerade, ne? Und zwar bei diesem Typen da, seinem toten Kumpel hier. Idealer Freund, geduldig, nimm den Mund nicht zu voll. Und da ist ein Buch über Polymorphie. Na gut, ich sehe hier so wenig, ich würde vielleicht mal ganz kurz einen Katzentrank nehmen. Der könnte helfen. Und mal schauen, ob wir hier was finden. Der hat einen Schlüssel gesucht, der Gute. Was haben wir denn da? Na, kann ich das gar nicht untersuchen? Komm schon. Luftzug von unten. Eine Höhle. Gut, die Frage ist, wie wir in diese Höhle kommen. Wahrscheinlich doch. Wenn wir mal gucken, die Höhle soll irgendwo da drunter sein. Wahrscheinlich hier über diesen Fluss irgendwie, ne? Okay, passt mal auf. Wir haben hier ja mehrere Schleusentore. Das letzte Mal haben wir das Schleusentor geöffnet und sind damit dorthin gekommen, wo wir Morgwag zum ersten Mal begegnet sind. Das Schleusentor führt einfach nach draußen, wie es aussieht. Und dann haben wir hier noch ein drittes Schleusentor. Mal gucken, wo das hinführt. Verdammt. Ja, das könnte ja eventuell tatsächlich sogar von der Richtung her unter die Höhle führen, ne? So, und einmal rein ins kühle Nass. Auf jeden Fall kommen wir da lang. Muss ich da tauchen? Ich glaube, ne? Ja, muss ich durchaus. Mal gucken, was wir hier finden. Bisher nichts Interessantes. Ich hoffe, der Sauerstoff reicht aus. Aber ich glaube, hier kann ich auch schon wieder auftauchen. Ja, der reicht der Dicke. Finden wir hier irgendwas Interessantes? Eine Truhe auf jeden Fall. Mit ein bisschen Zeug. Ja, und ich glaube, das ist der Punkt, oder? Kann man das nochmal untersuchen von hier? Ein Luftzug. Da ja. Oben muss noch eine Höhle sein. Oder ein Ausgang. Da ist dann wahrscheinlich Morgwags Höhle. Und hier haben wir den Schlüssel, den er gesucht hat. Die Knochen sind durch die Kluft gefallen. Vor Jahren. Okay, und er hatte gesagt, dass dieser Schlüssel zum Kapitelhaus passt. Dann gucken wir doch mal. Das wird wahrscheinlich bei den verschlossenen Türen passen, die wir da schon gesehen haben. Gucken wir doch mal, was wir da drin finden. Da sollen seine ganzen Sachen drin sein, hat er gesagt. Ah, und der Katzentrank hat nachgelassen. Okay, na, nicht so schlimm. Ich meine, man sieht noch genug. So, da ist auch aber. Komm mal wieder raus. Perfekt. So, dann müssen wir nochmal ganz kurz zum Kapitelhaus zurück. Aber diesmal sollten wir da noch ein bisschen weiterkommen. Ich frage mich, ob der Schlüssel auch für andere Dinge passt, um ehrlich zu sein. Ach, nur Handfaser. Zum Beispiel an der einen Tür, wo der Feigling durch ist. Das würde mich mal ganz kurz interessieren, um ehrlich zu sein. Ob man den dafür auch benutzen kann, weil dann bräuchte ich die Schleuse nie wieder, um zu dem auf diese andere Seite zu kommen. Hier zum Beispiel. Ja, perfekt. Können wir theoretisch auch immer hier hinkommen jetzt. Passt der dann auch zu dieser Tür da? Nee, hier passt er nicht. Da braucht man einen anderen Schlüssel. Ich guck noch mal ganz kurz, muss ich sagen, im Brunnen. Vielleicht haben wir da beim letzten Mal was übersehen. Wir haben ja direkt den Feigling gefunden. Weil ich vermute fast, das könnte hier irgendwo unten sein. Vor allem, weil man hier auch irgendwie wieder rauskommen muss. Vermute ich mal, ne? So, hier lag irgendwo der Feigling rum, glaube ich. Ah, da war's. Genau. Ah, guck mal, da liegt noch jemand. Hat eine Weile auf den Tod gewartet. Und was haben wir da? Den Schlüssel keine zu Freyas Garten. Priesterin. Keine Spuren von Gewalt. Muss verhungert sein.
Vor einer ganzen Weile. Hat und sich damit wohl versteckt, als Morgwag in den Garten kam. Damit können wir auch. Könnte noch nützlich werden. Ja, und damit können wir auch die Tür jetzt öffnen. Sehr gut. So. Und jetzt gucken wir, ob die Schlüssel hier für dieses Haus dann auch passen. Sehr gut, das scheint geklappt zu haben. Was haben wir denn da? Ein Schwert gegen Hexen, den Zwergenschnaps. Ach komm, Bier kann man immer gebrauchen. Ne? Was haben wir da noch? Die Enseide und die Enelle. Oh, davon habe ich ja schon mal was erzählt, ne? In der heutigen Zeit ist das Wort Elf traurigerweise für viele gleichbedeutend mit armer Schlucker, Bandit oder Faulpelz. In einigen Kreisen werden Prostituierte oder Frauen mit lockeren Moralvorstellungen als Elfin bezeichnet. Das Adjektiv elfisch wiederum dient zur Beschreibung beschädigter, unnötig komplizierter oder unnützer Gegenstände. Die Statistik zeigt ihrerseits, dass jeder dritte in Redanien lebende Elf Zeit im Gefängnis verbracht hat und gegen jeden zweiten Elfen mindestens eine Geldstrafe verhängt wurde. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Elfen nimmt von Jahr zu Jahr ab, obwohl sie noch immer dreimal so lang ist wie die der Menschen. Aus diesem Grund gerät es leicht in Vergessenheit, dass die Elfen, oder Enseide, wie sie sich selber nennen, einst ein stolzes Volk waren und über Ländereien herrschten, die sich von den Ufern des Großen Meeres im Westen bis zu den Blauen Bergen im Osten und von den Drachenbergen im Norden bis hin zum Mahakam-Gebirge im Süden erstreckten. Zeugen dieser früheren Macht sind die Ruinen ihrer Städte, die in der bekannten Welt verstreut sind. Vergleich Monumenta Elforum von Istred aus Ed Ginvale. Viele der herausragenden Magier, Künstler und Poeten der dokumentierten Geschichte entstammten diesem Volk. Ihnen verdanken wir unzählige Gegenstände, die wir täglich benutzen, von Schneckenpumpen bis hin zur Kosmetik. Was sind denn Schneckenpumpen? Tötet man damit Schnecken oder was? Die Elfen, die unter den Menschen leben, haben häufig ihre eigene Geschichte und Kultur vergessen und der einzige Kern ihrer Identität, den sie noch besitzen, ist ein brennender Hass auf die Menschen, die sogenannten Däune. Die Elfen aus Dol Blathana, dem kleinen Vasallenreich Nilfgaards und aus dem wilden Hochland der Blauen Berge haben sich viel von ihrem alten Wissen und ihrer Kultur bewahrt. Aber auch sie werden eines Tages aussterben. Diese Todesstrafe hat einen biologischen Ursprung, denn die Menschen sind, auch wenn sie weniger lang leben, um einiges fruchtbarer als Elfen. Während also die Zahl der Enseide stetig weiter abnimmt, nimmt unsere Zahl in erschreckendem Maße immer weiter zu. Einige Elfen sind der Meinung, dass sich die Ereignisse umkehren lassen, dass sie der Unterdrückung durch die Menschen ein Ende bereiten könnten. Sie erhoffen sich von ihren mythischen Verwandten die Erlösung, von den Enelle, dem sogenannten Erlenvolk. Die Enelle leben angeblich in einer anderen Welt oder sogar auch in einer anderen Ebene, zu der sie während der Zeit der mythischen Auswanderung gelangt sind. Und von wo sie unserer Welt ab und an einen Besuch abstatten. Der Legende nach ist es möglich, ein Tor zwischen den Welten zu öffnen, sodass die Enelle ihren geknechteten Brüdern auf ihren Rössern zur Hilfe eilen können. Hierbei handelt es sich allerdings um reine Fabeln und Märchen, die sich ein Volk erdacht hat, um sich die letzten traurigen Momente seiner Existenz zu verschönern. Na, wenn der Autor wüsste, dass das nicht ganz so falsch ist, ne? Und interessant, hier wird es ja auch gesagt, die Enelle nennt man auch das Erlenvolk, was ich auch ganz toll finde. Vor allem, wenn man sich dann überlegt, wie deren König heißt, nämlich der wird der Erlenkönig genannt. Sehr schöne Anspielung, meiner Meinung nach. Also, die war schon bei Sapkowski drin. So, und hier haben wir Morgwags Tagebuch. Tag 24. Tjostja, der Weise, hat seinem Beinamen wirklich keine Ehre gemacht. Er hat mich bezahlt, damit ich sein Dorf nicht angreife. Und dann, weil er sich für so klug hielt, die Wache abberufen. Nie war es einfacher gewesen im Leben. Wir schlitzten den Männern im Schlaf die Kehle auf und vergnügten uns mit den Weibern bis zum Morgengrauen. Nicht viel Beute, aber erstklassige Unterhaltung. Tag 26. Als wir von Ranveig fortsegelten, hörten wir Eulen rufen. Ein schlechtes Omen, also habe ich den Befehl gegeben, zum Ufer zurückzukehren. Pucke machte sich lustig, wie ich denn mutig sein könnte, wenn ich Angst vor den Göttern hätte. Ich warf ihn mit einem Messer zwischen den Rippen über Bord, aber ich weiß, dass ich in den Augen der Jungs an Respekt verloren habe. Ich muss etwas tun, um zu beweisen, dass ich an Bord immer noch den längsten Schwanz habe, damit sie nicht auf dumme Gedanken kommen. Tag 33. Unser Besuch auf Hindarsfjall war ein voller Erfolg. Tote Priesterinnen, zerstörtes Denkmal, verbrannte heilige Bücher, geleerte Metfässer. Das Silber haben wir aufgeteilt. Ich habe die Votivgaben genommen. Norulf, Sohn von Odlek, die Becken und Löffel. Mons, Sohn von Gudvar, die Leuchter und den Schmuck. Während Thorda, Sohn von Einar, seinen Anteil aus Angst vor Freyas Zorn nicht an sich nehmen wollte. Umso besser, dann bleibt mehr für uns. Morgen segeln wir nach Spikarok und sehen nach, was die Händlerweiber auf den Markt gebracht haben. Okay, das ist auf jeden Fall interessant. Das sind gleich zwei wichtige Infos. Einerseits haben wir es gerade gesehen, Thorda, Sohn von Einar, ist gar kein Pilger gewesen, sondern war in Wirklichkeit in der Mannschaft von
Morgwag. Und die andere interessante Sache. Scheinbar scheinen die Priesterinnen doch nicht Morgwag verflucht zu haben, denn... Ja, er hat's ja gesagt, sie haben alle Priesterinnen getötet und er schien sich noch nicht verwandelt zu haben. Er hat eher im Gegenteil sich daran gemacht, neue Pläne zu schmieden, was er als nächstes machen will. Da muss also noch mehr dahinter stecken. Ich will nur mal ganz kurz gucken, was mit den Scheuklappen ist. Sind die besser als die, die ich habe? Deutlich besser. Plötze, neue Scheuklappen für dich. Sehr interessant auf jeden Fall. Da sollten wir nochmal mit diesem Tor da sprechen, würde ich sagen. Und herausfinden, was er uns verschwiegen hat. Und vielleicht können wir dann den Fluch brechen. Ne, es war schon die richtige Richtung zum Runtergehen, glaube ich, ne? Hier irgendwo ging es runter, ja. So, ja, ist ein bisschen hin und her gereite leider, aber das ist bei Flüchen leider öfter der Fall. Oh, die neuen Scheuklappen sehen gar nicht so schlecht aus. Das ist bei Flüchen leider öfter der Fall, dass man immer mal ein bisschen hin und her machen muss, um herauszufinden, wie man einen Fluch brechen kann. Aber naja, uns bleibt ja nichts anderes übrig. Wir sind ein Hexer und dafür da, diesen Fluch, ja, zu erledigen. Und dann bin ich mal gespannt, was uns Thor da sagt. Vor allem, wenn der auch zu dieser Räuberbande gehört hat, die alles Mögliche geplündert hat. Interessant. Und jetzt ist er so Freya, glaube ich. Na, ich weiß ja nicht. So, Herr Thor da, Sohn von Einar. Mein Gruß, gelobt sei Freya. Ja, und zwar... Lügner. Was? Bei den Brüsten der großen Mutter? Spar dir das. Ich kauf dir deine Frömmigkeit nicht ab. Du warst einer von Morgwags Männern. Sieh an, wie klug du bist. Aber eins hast du übersehen. Die Jungs hier sind meine Männer. Jeder bis an die Zähne bewaffnet. Ich stell euch vor. An sich hätte ich kein Problem damit und ich habe auch überhaupt keine Skrupel, den umzuhauen. Der Typ ist genauso ein Arschloch wie Morgwag selbst. Ich meine, klar, er hat sich nichts aus dem Tempel genommen, beziehungsweise aus dem Garten genommen, weil er den Zorn Freyas fürchtete, laut Tagebuch, aber trotzdem hat er sie alle umbringen lassen und hat auch vorher schon Schandtaten begangen. Das Problem ist bloß, wie ich bereits gesagt habe, irgendwas stimmt bei diesem Fluch nicht, deswegen... Ich bin Hexer, kein fahrender Ritter. Ich bin nicht der Gerechtigkeit wegen hier. Und warum gräbst du dann die Vergangenheit aus? Weil ich wissen muss, was im Garten genau geschehen ist, um Morgwags Fluch zu brechen. Und warum zur Hölle? Soll der Hurensohn noch leiden bis Ragnarok? Ach was, bis zum Tag danach? Das Ding ist... Ach komm. Ich mach das beruflich. Das hab ich auch mal gesagt. Bis Morgwag Befehl gab, nach Hindarsfjall zu segeln. Ich habe viel und grausam geplündert. Frauen getötet, Kinder. Wen immer meine Axt eben traf. Aber Priesterinnen, das war sogar mir zu viel. Als es vorbei war und Morgwag mit den anderen trank, nahm ich dies zur Hand. Ein Wolfszahnanhänger, mit Runen bedeckt. Ich hatte ihn von meinem Vater, dem Godi unseres Dorfs. Er sagte, wen immer ich damit ritze, erleide ein Schicksal schlimmer als der Tod. Er hat wohl recht behalten. Hat dein Papa auch erwähnt, wie man es umkehrt? Das Opfer muss nur den Zahn bekommen, das ist alles. Aber du kriegst ihn nicht. Der Hurensohn soll leiden. Tu es für die Priesterin, ganz ehrlich, der Typ. Weil ich habe bestimmt kein Mitleid mit dem Typen. Der hat selbst gesagt, der hat sogar Kinder und Frauen umgebracht. Nur bei Priesterin, das war ihm dann zu viel. Oh ja, der ist ja ein richtig gutmütiger. Ganz ehrlich, ich will den gar nicht überreden. Ich hol mir den Zahn einfach. Ich nehme den Zahn. Du kannst ihn mir geben, oder? Hier ein Rat. Drohe niemals einem Skellige-Krieger. Erst recht nicht, wenn er ein Langboot kommandiert. Na, dann kommt mal her, Freunde. Gut, ich weiß nicht, inwiefern die anderen bei der ganzen Sache mitgespielt haben. Aber gut. Die haben einfach jetzt Pech gehabt. Sorry, wenn ich das so sage. Aber ihr kriegt jetzt auch voll aufs Mal. Oh, nicht schlecht. Das war echt nicht schlecht. So, Thor, da will ich mir eigentlich als letzten holen, ganz ehrlich. Erstmal seine Kumpel hier. Ja, Skellige. So, tschüss. So, dann komm mal her, Thor, da. Das war's dann auch mit dir. Oh, noch nicht. Wow, ganz ruhig, Kumpel. Stimmt, bei denen muss man ja immer erstmal wieder ausweichen und dann wieder angreifen. Ach komm,
mach ich den gleichen Fehler einfach nochmal, ne? Und tschüss. Aber wie gesagt, der hat es auch nicht mehr verdient zu leben als der andere Typ. Damit haben wir den Zahn sehr gut und können den Fluch damit aufheben. So, Plötze, komm, geht wieder los. Wir müssen wieder zurück zum Garten. Und den Fluch aufheben. Die Frage ist, was will ich danach mit Morgwag machen, wenn wir den Fluch aufheben? Ich denke, da der Typ ja auch nicht besser ist, werden wir den dann auch erledigen. Ich meine, Geralt hat zwar gesagt, wir sind kein fahrender Ritter, aber im Endeffekt wurden wir bezahlt, um Morgwag zu erledigen. Ich meine, der Auftrag hieß nicht, löse den Fluch, sondern der Auftrag hieß, erledige Morgwag. Und ja, dementsprechend, selbst wenn er sich damit zurückverwandelt mit dem Zahn, haben wir ihn ja dann nicht erledigt. Wir hätten den Auftrag nicht erfüllt und deswegen erledigen wir Morgwag. Er ist ein Monster, genauso wie sein Kumpel Lines war, ganz ehrlich. Der hat das auch nicht weiter verdient, da rumzusegeln. Vor allem hat er es bestimmt nicht verdient, sich noch irgendwo einen ehrenhaften Tod zu sichern. Der wurde jetzt einfach erledigt. So, die Frage ist, ob Morgwag jetzt schon wieder da ist nach der Zeit. Ich weiß nicht, wie lange der braucht, um wieder aufzuerstehen in diesem Tempel. Wenn, dann ist er wahrscheinlich wieder in seiner coolen Höhle. Ansonsten müssen wir einfach mal meditieren und warten, bis er wiederkommt. Mal gucken. Wir können ja mal gucken, ob wir ihn schon hören. Ja, ich glaube, er ist schon wieder da. Sehr gut. Dann brauchen wir nicht mal meditieren für die ganze Sache. Ja, da ist er. Hey, Kumpel. Ich kann deinen Fluch aufheben. Das Problem ist, der wird uns wahrscheinlich erst angreifen. Das ist ja Teil des Fluches. So, hier, guck mal, was ich für dich habe. Oh, der brennt gar nicht so gut, wie ich dachte. Na komm. Ich habe dich schon zweimal besiegt. Ich krieg's auch noch ein drittes Mal hin. Zack, zack, zack. Zack. Komm schon, verreck einfach. Ich habe jetzt keine Lust, dass der jetzt noch anfängt, sich zu heilen wieder. So. Und dann erledigen wir den Fluch jetzt ein für alle Mal. Nicht schon wieder. Du kannst dem ein Ende machen. Erlöse mich. Aber gerne doch, bitte. Hier. Leg den hier an. Noch mehr. Zähne brauche ich nicht. Nicht klugscheißen. Anlegen. Ich bin erlöst. Erlöst. Endlich. Oh, wo ist die nächste Taverne? Ich könnte ein Grillschwein essen. Oh nein, lieber ein Rind. Und mit einem Fass Bier runterspülen. Ach, dann in See stechen. Sie haben mich bestimmt vergessen. Aber ich werde sie schon erinnern. Verdammt! In Novigrad, überall. Ich bin wieder da. Aber nicht für lange, sag ich dir ganz ehrlich. Tut mir leid, kommt nicht in Frage. Warum hast du mich denn erlöst, verdammt? Um dich zu töten. Endgültig. So gefällt mir das doch schon viel besser. Na komm. Und zack, zack. Der ist gar nicht mal so schlecht. Für einen billigen Banditen. So. Damit wäre Morgwag jetzt endgültig erledigt. Sehr gut. Und damit holen wir uns jetzt noch schnell unsere Belohnung ab. Und die können wieder ihren Garten benutzen. So, ich glaube sogar, wenn wir jetzt das dritte Schleusentor benutzen, kommen wir sogar am schnellsten wieder nach draußen. Ja, sag bloß, schon die ganze Zeit stürmisch, Geralt. Komm, mach das auf. Dann kommen wir nämlich direkt aus dem Garten raus. Ich meine, blieb mir ja nichts anderes übrig, als ihn zu erlösen, um ihn dann zu töten. Ich meine, ich hätte mir natürlich auch seine Belohnung nehmen können, aber ganz ehrlich, von dem brauche ich keine Belohnung. Außerdem, wie gesagt, unser Auftrag war, ihn zu töten. Und genau das habe ich gemacht. Und dementsprechend will ich jetzt auch meinen Lohn, verdammt nochmal. Sei gegrüßt. Womit kann ich diesmal helfen? Morgwag, ich habe noch ein paar Fragen. Ja, und zwar, wie viel kriege ich als Belohnung? Ich bin wegen meiner Belohnung gekommen. Aber ist denn sicher, dass... Morgwag ist erledigt, für immer. Sonst kriegt ihr euer Geld zurück. Ich verlasse mich auf dich, Hexer. Super, damit hätten wir das auch geschafft. War eine sehr, sehr lange Folge. Willkommen im Tempel der Freya. Ich bin Kurisu.
Wie kann ich helfen? Wer bist du denn? Aber komm, reden wir noch mit der ganz kurz. Bist du Novizin? Du bist doch niemals eine Priesterin. Meinst du? Du hast gute Augen, auch wenn du nicht ganz richtig liegst. Ich bin weder Priesterin noch Novizin. Ich bin von einem Piratenschiff geflohen und wurde verwundet. Darum bin ich hier. Die Schwestern Astrid und Dalla haben mich am Strand gefunden. Ich war fast tot. Sie brachten mich in den Tempel und pflegten mich. Ich schulde ihnen mein Leben. Was für ein Abenteuer. Hast du ein Zuhause, zu dem du zurückkehren kannst? Oder bleibst du hier? Ich habe einen Bruder auf Art Skellig. Der ist sicher verrückt vor Kummer und sucht mich. Sobald es mir wieder gut geht, suche ich mir ein Langschiff und fahre nach Hause. Oh, okay, gut. So viel dazu. Bis dann. Interessant. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es das an der Stelle gewesen sein. Die Folge ist mal wieder mega lang geworden, aber das ist halt das Problem mit diesen Flüchen, ne? Die sind nicht ganz so einfach. Und beim nächsten Mal gehen wir zurück nach Lavik und gucken mal, was Yennefer von uns will. Aber ich würde sagen, das alles erst in der nächsten Folge von Let's Play The Witcher 3. Bis dahin. Ciao.